Willkommen zurück in Wolpertshofen mit dem Valentin und wir eilen uns zur Renate Oberlechner. Sie ist doch nicht ganz sauber. Irgendwie ist sie komisch. Die ist mir auch ein bisschen zu freundlich. Das ist mir irgendwie ein bisschen unheimlich. Oh, schöne Blumen. Die meine Gießkanne? Naja, werden es so schaffen. Der Läubel steht immer noch da. Und hoffentlich ist die Oberlechner auch noch auf der Wiese und jetzt nicht verschwunden, dass ich dann nochmal sie suchen gehen muss. Nee, sie ist noch da. Kann man bitte einer den Gärtner bestellen? Hier fehlen noch Blumen. Na, erstmal Erde rein. So. Oder hier, wir stellen die Renate dahin. Die hat mich hier auch eingepflanzt. Oh, hier ist die Bank. Aber die Bank brauche ich hier. So. Oh, sie zeigt heute aber Bein. Meine Güte. Grüß Gott, Renate. Ja, bitte, Herr Valentin. Was hatten Sie denn mit dem Lenz zu tun? Sie meinen jetzt das? Wollen Sie mir mit dem auch eine Geschichte andichten? Na, der war mir schon zu jung gewesen. Renate, ich weiß, dass Sie sich regelmäßig mit dem Lenz getroffen und ihm etwas übergeben haben. Ich habe den Lenz getroffen, wie man die Leute hier im Ort halt trifft, ja. Aber ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Was soll ich dem Lenz gegeben haben und wo? Heimlich oder wie? Wie Verbrecher? Na, davor weiß ich beim besten Willen nix. Nein. Da kommen wir wirklich in einen Schmarrn, Herr Valentin. Da glaube ich, lassen sich wieder in der Nase herumführen. Ja bitte, Herr Valentin? Da stimmt irgendwas nicht. So, Renate, ich werde nicht aufhören, Fragen zu stellen, bis ich die Wahrheit erfahren habe. Herr Valentin, ich bitte Sie. Das hat absolut nichts mit dem Mord an dem armen Lenz zu tun. Glauben Sie mir doch einfach. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Angeblich hat nichts hier mit dem Mord zu tun und dennoch lag plötzlich ein junger Mann tot auf der Straße. Fürs Glauben wird der Herr Bayerle bezahlt. Ich brauche Beweise für meine Arbeit. Ich nehme mal das Erste. Ich verstehe schon, dass das nicht so gut aussieht. Aber ich habe den Lenz ja gebraucht. Wir hätten dem nie was getan. Und der Rest geht sie leider auch nichts an. Wofür haben Sie den Lenz denn gebraucht? Er hat mir, uns, also dem Herrn Pfarrer und mir geholfen mit was. Frau Oberlechner, erzählen Sie mir bitte, wie bei was der Lenz Ihnen geholfen hat. Nur so können Sie sich entlasten. Frau Oberlechner, wenn Sie jetzt nicht endlich den Mund aufmachen, wird es Konsequenzen für Sie haben. Nee. So, okay. Ja, gut. Der Herr Beile wird ganz schön böse sein, wenn ich Ihnen das erzähle. Aber sonst wird es ja nur noch schlimmer alles. Vorweg möchte ich Ihnen aber nochmal sagen, dass der Herr Pfarrer und ich nichts mit dem Mord zu tun haben. Und ein Verhältnis haben wir auch nicht. Das werden Sie gleich alles verstehen. Eigentlich hat das alles angefangen, als der Maxl, mein Bub, in die Stadt gezogen ist, vor ein paar Jahren. Eigentlich haben wir beide gedacht, dass es einfach ist, da eine gute Arbeit zu finden. Dass wir uns nicht sorgen müssen ums Geld und so. Das ist hier ja nicht so einfach, wissen Sie? Zuerst habe ich ja gedacht, dass es ihm da gut geht. Und dann hat der Herr Beile mal in die Stadt fahren müssen und ich bin mitgefahren. Da haben wir dann auch den Maxl besucht. Leider haben wir aber feststellen müssen, dass der Maxl und seine Freunde, die er dort kennengelernt hat, zwar einen ganzen Tag arbeiten, das Geld aber trotzdem hint und vor nicht gelangt. Mei, die armen Burm. Und den Herrn Pfarrer hat das auch ganz schön beschäftigt. Den ganzen Heimweg hat er kein Wort gesagt. Und Hunger hat er auch keinen gehabt an dem Abend. Am nächsten Tag hat er dann einen Plan gefasst, dass er den Burm helfen mag. Aber er hat ja selber nicht so viel Geld. Deshalb hat er sich überlegt, er nimmt einfach ein bisschen was von der Kirche. Er sagt, es ist schließlich dafür da, Leuten in Not zu helfen. Und die Burm, sagt er, brauchen es dringend. Das ist schon großzügig, finde ich. Aber ganz rechtens ist es natürlich nicht. Wenn das rauskommt, ist ganz schön was los. Das wissen wir schon. Das täte nicht gut ausgehen. Deswegen haben wir auch gut aufpassen müssen, wie wir das machen und alles. Der Lenz, der Arme, der hat ja zu dem jungen Läubel seine Freunde gehört.
der wollte da auch was machen gegen diese Ungerechtigkeit, hat er immer gesagt. Der hat schon auch seine Fehler gehabt, der Lenz, aber im Grunde war er ein guter Bub. Sowas hat er wirklich nicht verdient. Der Schlang in der Pfützen. Jedenfalls, der Lenz hat öfter mal in die Stadt müssen und da hat er uns den Boten gespielt. Mhm. Der Herr Pfarrer hat immer so viel Geld gesammelt, wie er konnte und ich habe das dann in der Kuvert und dem Lenz gegeben. Immer am Sonntag, kurz vor Ende des Gottesdienstes, wenn es nur alle in der Kirche sind, damit das keiner mitkriegt. Aber der Ort hier hat überall Augen und Ohren. Ich hätte wissen müssen, dass das nicht unentdeckt bleiben wird. Die Buben haben sich immer so gefreut. Dann haben die auch einmal öfter was Warmes zum Essen gekriegt. Und neue Schuhe, wenn die Alten nur noch Löcher sind. Schauen's, wir hätten dem Lenz nie was getan. Wir haben den ja braucht. Jetzt wissen wir gar nicht, was wir machen sollen. Ich mach mir solche Sorgen. Oh je. Herr Valentin, bitte, verraten's uns nicht. Wir haben's immer nur gut gemeint. Wir wollten niemandem was Böses, wirklich nicht. Und ich weiß auch nicht, wer den Lenz erschlagen hat. Okay, also, ich verstehe Ihre Notlage. Sie haben mein Mitgefühl. Was Sie getan haben, ehrt Sie beide sehr. Bei mir ist Ihr Geheimnis sicher, keine Sorge. Oder, Renate, bei aller Liebe, Sie klauen Geld von der Kirche, von Ihren Mitmenschen, verteilen dieses Geld eigenmächtig und dann lügen Sie mich auch noch an. Da kann ich wohl kaum wegsehen. Nee, so sind wir doch nicht. Wir nehmen Variante 1. Mei, Herr Valentin, da fällt mir jetzt aber ein Stein vom Herzen. Das muss ich schon sagen. Ich danke Ihnen. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann. Nichts zu danken, möglicherweise komme ich darauf zurück. Frau Oberlechner ist mir dankbar, dass ich Ihr Geheimnis nicht verrate. Muss das sein, der wird nur grantig. Ich fürchte ja, Renate, danke für das Gespräch. Der Pfarrer und seine Haushaltshilfe haben mit dem Lenz gemeinsame Sache gemacht. Ja bitte, Herr Valentin? So. Aufgabe abgeschlossen. Jetzt weiß ich auch schon mal, dass es der Pfarrer nicht war. So, und was habe ich jetzt? Hat mir erzählt, was es mit den Kuverts auf sich hat. Genau, wir sollten nochmal zum Pfarrer gehen. Genau, deswegen wird er ja dann wütend. So. Grüß Gott, Herr Pfarrer. So, ich hatte ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit Frau Oberlechner. Wir sollten uns unterhalten. Die Renate, die gute Seele. Was hat sie denn erzählt? Sie hat mir von ihren heimlichen Machenschaften erzählt. Davon, wie diese Kuverts zum Lenz gekommen sind. Das sind ja abenteuerliche Geschichten, die die gute Frau Oberlechner da verbreitet. Aber Valentin, du darfst nicht alles glauben. Du weißt doch, wie das mit den Frauen ist. Die Hysterie. Herr Bayerle, hören Sie bitte auf, mich anzulügen. Das ist zwecklos und zugegeben auch etwas armselig, Ihre treue Haushalterin so darzustellen. Oder, Herr Bayerle, jeder Mann kennt die Problematik nur zu gut. In diesem Fall, glaube ich, jedoch spricht Frau Oberlechner die Wahrheit. Also was immer Renate behauptet, wir haben stets nur aus Nächstenliebe gehandelt. Wir sind alle Gotteskinder und ich sehe mich verantwortlich für unsere Brüder und Schwestern in Not. Mhm. Es mag sein, dass ich von Zeit zu Zeit den Bogen des Zulässigen etwas überspannt habe. Ich möchte jedoch zu bedenken geben, dass ich selbstlos gehandelt habe. Mhm. Mein Anliegen war es, hartschuftenden und gläubigen jungen Menschen das Leben zu erleichtern. Nein, zu ermöglichen. Denn was ich da in der Stadt habe sehen müssen, das ist viel. Aber ein Leben ist das nicht, lieber Valentin. Mhm. Ich habe nicht anders gehandelt, als unser Herr Jesus Christus es auch getan hätte, angesichts dieser Not. Ich bitte dich, verrate uns nicht, sei kein Judas. So, die Wahl zwischen... Sie mögen sich vielleicht mit Jesus persönlich vergleichen, für mich sind Sie allerdings noch immer Hubertus Bayerle und als solcher haben Sie gegen Gesetze verstoßen und Vertrauen missbraucht. Oder... Ich freue mich, dass Sie nun ehrlich mit mir sind. Was Sie alle drei getan haben, ehrt Sie sehr. Es ist eine Schande, dass engagierte Bürger die Aufgaben des Staates übernehmen und sich dabei auch noch strafbar machen müssen. Das gefällt mir ganz gut. Oh, dir ist dein Platz im Himmel sicher. Und meine Dankbarkeit, lieber Valentin. Du behältst sein Geheimnis für dich. Dafür ist dir der Pfarrer dankbar. Ich muss mich ja irgendwie beliebt machen. Es befindet sich immer noch ein Mörder in unserer Mitte. Das stimmt. So, verdächtiger Pfarrer Bayerle. Aufgabe abgeschlossen. So. Oh. Ich sollte mich bei der Wirtin Kathi umhören, ne? Und Herr Pfarrer, Sie werden gewiss verstehen, dass das Hüten eines Geheimnisses einen Preis hat. Nee, das lassen wir jetzt mal. So. Huch, der... was hat der denn die Jacke dreckig, hat er? Na, sah im ersten Moment aus wie Vogelkacke. Aber war nur ein Bug.
dann gehen wir jetzt zum Wirtshaus, zu Kati Gschwendtner. Das ist die neue Aufgabe. Da, 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 da. Jetzt kommt gleich wieder die andere Musik. Ja. Oh, und schon wieder. Ich laufe immer aufs Klo. So. Oh, heute kriegen wir ganz schön Kilometergeld hier. Kati, ich komme. Bin schon da. Ah, hast du jetzt mal deinen Rock wieder runtergemacht? So. Wieder. Die Frau Gschwendtner. Was kann ich Ihnen Gutes tun, Herr Stauderer? Oh, es wird interessanter. Können Sie mir etwas über den Suizid der Magd auf dem Schurmeierhof sagen? Lizenzia, ja. Mei, schlimm war das. So eine junge Frau und ein Hengst da im Schuppen vom Balken. Dem alten Schurmeier hat das schon zu schaffen gemacht, meine ich. Ich glaub, der hat die schon gemacht. Die war ja schon länger auch bei ihm am Hof. Ist vor Jahren hier angekommen mit ihrer kleinen Schwester, der Resi. Die ist eigentlich auch eine Liebe. Aber ich glaube, die Mädchen haben ganz schön was mitgemacht, bevor die auf den Hof kommen sind. Ich weiß nichts Genaues, aber die Resi kann nimmer gut mit anderen Leuten. Mit den Leuten im Ort hat sie nie was anfangen können. Ich habe eher das Gefühl gehabt, die hat sich gefürchtet vor uns allen. Und auch am Hof hat sie sich nicht leicht getan. Aber die Zensi hat, wie gesagt, einen ganz guten Draht zum alten Schaumeier gehabt. Der hat den Mädchen dann so eine kleine alte Holzhütte da hinten im Wald zur Verfügung gestellt. Ah ja. Da wohnt die Resi jetzt schon seit einiger Zeit. Die kennt sich gut aus mit Pflanzen und Kräutern, macht so kleine Teesackerl und Tinkturen und Glücksbringer und alles Mögliche. Das verkauft sie dann, um sich ein bisschen was zu verdienen. Pfui ist es freilich nicht, aber die braucht ja auch nicht pfui. Um den Rest hat sich immer die Zensi gekümmert. Ich weiß gar nicht, wie die Resi jetzt zurechtkommt. Man hört und sieht ja nie was von ihr. Vielleicht hilft der Hans Girgl der Knecht aus. Ich weiß nicht. Der hat sich auch recht gut verstanden mit dem Mädchen. Glaubt, der hat die Zensi schon recht gern gehabt auch. So wie es manchmal angeschaut hat. Der Schormeier war jedenfalls schon recht mitgenommen, als das war mit dem Selbstmord. Der hat offenbar gleich noch nach dem Doktor geschickt, am Schweighöfer. Aber der hat wohl nichts mehr machen können. Und dann hat man sie ja nicht einmal am Friedhof bestatten dürfen als Selbstmörderin. Das erlaubt die Kirche nicht, sagt der Pfarrer. Dabei ist der Schormeier schon eher gläubig. Das war dann ein bisschen viel für ihn, glaube ich. Ich glaube, der hat sogar selbst gefunden. Das arme Madel hängt sich auf seinem Hof und dann kann's nicht einmal beerdigt werden. Schon tragisch alles. Herr Stauderer, seien's bitte so nett und bring's dem Schurmeier ein Obstler raus von mir. Ich will die ganze Zeit schon gehen, aber ich schaff's einfach nicht. Da schauen's, ich hab schon einen hergekriegt. Die tote Magd Zensi hat eine Schwester namens Resi, die am Waldrand lebt. Ich muss den Schurmeier Bauern dazu bringen, mit mir zu sprechen. Was kann ich Ihnen Gutes tun, Herr Stauderer? So, die Kati hat mir einen Schnaps für den Schurmeier mitgegeben. Den sollte ich ihm vorbeibringen. So. Dann machen wir das doch. Nochmal eine kleine sportliche Einlage hier. Und eigentlich könnten wir jetzt auch nochmal mit der Euden am Fenster reden, weil wir jetzt nochmal dieses Marienbild haben. Und dann zum Schaumeier, zum Hof. Bock, bock, bock. So. Da ist immer noch die Blutlache und der Tatort. Ich gucke jetzt mal, ob das hier noch was bringt, jetzt vom Dialog. So. Der Herr Pfarrer schickt mich zu ihm mit einem ganz lieben Gruß und diesem Marienbildchen. Tatsache! Mei! Wie nett! Der Pfarrer Bayerle! Vergisst er uns Eule nicht! Komm ins Schorumshaus! Dann erzähl ich Ihnen was! Nicht hier so am Fenster. Das sehen ja alle. Mhm, gut. Es kann natürlich sein, dass sie mir jetzt das erzählt, was sie mir schon erzählt hat. Mal gucken. Dann haben wir das quasi doppelt gemacht. Genau, das Tor lässt sich jetzt öffnen. Da, oh, ich sehe sie jetzt mal im Hellen. Letztes Mal war schon Dämmerung, ne? Madame Eude am Fenster. So.
Nee, das haben wir, glaube ich, alles schon. Aber wir haben, glaube ich, noch nicht von der Räuberbande, ne? Die was? Ah, die Räuber im Wald. Ja, das habe ich auch schon gehört. Mei, schön ist sowas nicht, gell? Aber ich meine, wo gehe ich denn noch hin, wo sie mich finden könnten? Ich hab schon mitgekriegt, dass jetzt ein paar von den Männern an den Brücken zum Ort aufgestellt haben. Das ist natürlich auch wichtig. Ich glaube, der Räuber heißt irgendwie ausländisch. Wie war das denn gleich? Ah! Paskini! Wie der Kini! Jetzt weiß ich's wieder! Die sind anscheinend vom Mammendorf oder so. Und da überall bekannt, weil die alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Alles, sogar Kühe haben die schon mitgenommen. Und Kinder, die armen Kinder, stellen Sie das einmal vor. Also, auf jeden Fall sind die wohl keine guten Leute, die Passkinis. Da macht Schwammerl so keine Freude mehr. Das können Sie sicher vorstellen. Also nicht, dass ich noch irgendwas suchen gehen wollte. Aber die Kathi und der Bäder zum Beispiel, die sind dauernd im Wald für eine Rahmschwammerl. Mei, die sind gut, sag ich ihnen. Die müssen es unbedingt einmal probieren. Okay, ich glaube, wir sind fertig an der Stelle. Hier oben ist nur eine Ruine, ne? Hier waren wir aber auch noch nicht weiter. Das ist ja ein geiler Effekt da mit der Pfütze. So. Aber hier ist, glaube ich, auch nichts Konkretes für mich, ne? Nee. Ist ja... Uah! Auf jeden Fall noch gucken. Gut, wir gehen jetzt weiter zum Schaumeier. Hier. So. Ist noch ein schöner Hochsitz. Wir laufen wieder das Trampelpfädchen wie vom letzten Mal. Das war ja ganz nett, die Reiseroute. Lalalala. Es ist so idyllisch hier, ne? So. Und dann müsste doch... Dann... Irgendwann der Schaumeier hochkommen. Na gut, ich kann doch noch Steine mitnehmen. Die Tasche ist noch nicht schwer genug. Und dann gucken wir mal, ob das klappt, wenn ich ihm den Upsler gebe, dass er mit mir spricht. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann die Resi irgendwann noch finden. Weil, die kann uns vielleicht auch noch irgendwas sagen. Bin mal gespannt. So, hier ist doch der Schaumeierhof. Okay, wird gleich Musik gruselig. Jetzt würde ich irgendwie in eine Horror-Szenerie eintauchen. Ja, wir hätten auch reisen können, aber irgendwie hatte ich das jetzt nicht so auf dem Plan. Okay. Der Obstler kommt. So. Hallo, Herr Schaumeier. Die Frau Geschwendner schickt mich. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Was willst du? Ja, wer bist du noch überhaupt? Oh. Schmidt Valentin. Schmidt, mein Name. Herr Schaumeier, Glas, wir kennen uns bereits. Ich soll Ihnen diesen Obstler von der Frau Geschwendner bringen. Geht's Ihnen gut? Mei, die Kathi. Ist schon eine gute. So gute Schwammerl auch. Da kannst du nicht sagen. Wirklich nicht. Ja, dann Valentin, geh weiter, hock die her. Machen wir den Schnaps auf. Den spülen wir jetzt halt alles runter. Das hilft ja nix. Ob's mir gut geht, Valentin. Schau ich aus, als ob's mir gut geht. Das glaubst du selber nicht.
Überall sterben die Leute, wie die fliegen. Da fragt man sich schon. Na, Valentin. Ich frag mich schon. Ich sag dir ganz ehrlich. Normal ist das alles schon lange nicht mehr. Das alles da. Aber jetzt sag ich dir mal was, Valentin. Gib Obacht. Ich glaub nämlich, ich verstehe das alles langsam. Obacht? Da gibst du Obacht. Letzte Nacht, da hab ich's gesehen. Bei Gott, ich hab's gesehen. Und da hab ich verstanden, was los ist. Das ist ein Fluch, Valentin. Ein Fluch liegt auf dem Hof. Das ist alles verflucht. So muss es sein. Nur so kann's sein. Ich sag's dir, Valentin, das ganze Unglück, das ist ein Fluch. Wir sind alle verflucht. Und dann haben wir die arme Magd nicht einmal anständig beerdigt. Die Geister da umeinander, das wird die uns nie verzeihen. Wir sind eben Tote gereiht. Da stehen wir machtlos vis-à-vis, da kann ich gar nichts machen. Was soll ich denn sagen? Wir geschieht uns alles ganz recht so. Aber, Valentin, du kannst doch mit die Leute reden. Du bist doch so einer. Man hat den ganzen Tag nichts anderes. Umeinander reden oder mit die Leute reden. Kannst du nicht mit der Hexe im Wald oder mit dem Pfarrer? Ich warte da nicht, wer da zuständig ist. Da ruf ich dir. Also, das bin ich verloren. Das ist alles verloren. Der Schaumeier glaubt an einen Fluch, der über ihm liegt. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt noch Schaumeier. Der Schaumeier hat mich gebeten, von der Kräuterhexe Resi einen Talisman zu besorgen. Sie wohnt in der Nähe seines Hofes im Wald. Ich soll für den Schaumeier den Pfarrer Bayerle um die Umbettung von Zenzi bitten. Okay, ihr Lieben. Aber wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer Folge. Und wir suchen dann in unserer nächsten Folge die Resi. Bis dahin, macht's gut. Und wir kriegen hier noch das Aufgabenbuch vollgeschrieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.